Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück bei Mass Effect 2. TDFLP hier, euer Ding am Start. Letztes Mal sind wir ins Gefängnis gegangen und dann wollten die uns zu Gefangenen machen und ihr wisst ja, wie das ist. Wir haben gesagt nein und jetzt sind wir hier und müssen alle wegzwiebeln. Wir machen das auch richtig klasse, muss ich sagen. Wir sind richtig gut dabei. Das sah schmerzhaft aus, Mama. Jetzt siehst du mich. Good hit, bitch. Da kommen sie. Boah. Oh, bitches. Ey, Dicker. Noch mal einen auf den hier. Du machst jetzt einen auf den hier. Oh, yes. Was ist schön? Direktor Kuriel. Oh, der gehört auch nicht zu mir. Dann stirb. Einfach. Mach keine komischen Bewegungen und stirb. Wie ein Mann. Wie eine Maus. Wo ist das nächste? Ach, da ist noch einer. Wenn der kaputt geht, dann muss ich da hinten stehen. Ich muss ihn schön abschießen können. Oh yeah. Boah, Alter. Holy shit, wie viel Damage, Bitches. Zwei Schüsse genau in den Kopf platziert. Cerberus. Beruhig dich. Calm your tits. Sie. Mein Name ist Shepard und ich bin hier, um Sie von diesem Schiff zu bringen. Ich gehe mit Ihnen nirgendwo hin. Sie gehören zu Cerberus. Ich biete Ihnen Freundschaft an. Mein Feind wollen Sie bestimmt nicht sein. Ich würde das Angebot annehmen. Sie könnten sonst ziemlich schnell ein unrühmliches Ende finden. Sie tauchen in einer Cerberus-Fregatte auf, um mich irgendwo hinzubringen. Halten Sie mich für bescheuert? Dieses Schiff wird in Flammen aufgehen. Wir können Sie in Sicherheit bringen und bitten um Ihre Hilfe. Könnte Sie bewusstlos schlagen. Danach Klärung der Lage an Bord der Normandy möglich. Versuchen Sie es ruhig. Dazu könnte es kommen. Dann müssen Sie mich erledigen. Wenn Sie wollen, dass ich Sie begleite, müssten Sie mir schon was anbieten. Schließen Sie sich mir an, dann werde ich für Sie tun, was ich kann. Keine Versprechungen, die Sie nicht halten können. Ihr Schiff hat sicher jede Menge Cerberus-Datenbanken. Ich will Einsicht. Ich will wissen, was Cerberus über mich weiß. Wenn Sie mich im Team wollen, lassen Sie mich die Datenbanken durchgehen. Ich gebe Ihnen vollen Zugriff. Sie sollten besser aufrichtig mit mir sein. Warum zum Teufel stehen wir dann noch hier rum? Gehen wir. Digga, voll der Terrorist, die Alte. Die machen richtig einen Rotten, ey. Die will ich richtig die Kontrolle über das Schiff übernehmen. Aber ich bin der Commander. Ich bin der König von der Normandy.
Pisser. Alles Pisser. Willkommen auf der Normandy, Jack. Ich bin Miranda, Shepards Stellvertreterin. What's up, Bitch? Auf diesem Schiff werden Befehle befolgt. Sagen Sie dem Cerberus-Cheerleader, sie soll Abstand halten, Shepard. Ich bin nur wegen unserer Abmachung hier. Miranda gibt Ihnen Zugriff aufs System. Lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Hören Sie das, Schätzchen? Wir werden Freundinnen. Sie, ich und jedes peinliche kleine Geheimnis. Ich bin dann unten im Frachtraum oder irgendwo an der Unterseite und lese. Ich stehe nicht so auf Durchgangsverkehr. Halten Sie Ihre Leute von mir fern. Ist besser so. Die ist cool. Die ist asozial jetzt drauf. Schadenschutz. Sportschulte benutzen wir sowieso nicht. Gucken, ob wir was machen können. Ich bezweifle es, aber hey, you never know. Schrotflinte könnten wir machen, machen wir aber nicht. Oh, Schadenschutz. Das ist gut. Schild-Upgrade. Ja, das ist gut. Das nehmen wir. Schiffsverbesserung. Brauchen wir nicht. Prototypen. Können wir nichts machen. 15.000 irgendwie. Okay, okay. Dann war's das erstmal. Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Echt? Was in dem Besprechungsraum? Das interessiert mich jetzt sogar. Persönliches. Ah, der ist dahin. Okay, dann gehen wir doch mal kurz hin und quatschen mit dem. Weil der ist wenigstens ein interessanter Charakter. Grüße. Der ist immer am Blutzen. Shepard, ich glaube, wir haben sie. Der Kontakt zu Horizon, einer unserer Kolonien in den Terminus-Systemen, ist soeben abgebrochen. Wenn sie nicht schon angegriffen wird, ist es sicher bald soweit. Hat Mordin die Gegenmaßnahmen für die Seeker-Schwärme fertig? Noch nicht. Hoffentlich kann er gut unter Druck arbeiten. Da ist noch etwas, das Sie wissen sollten. Ein früheres Crewmitglied von Ihnen, Ashley Williams. Sie ist auf Horizon stationiert. Geben Sie uns die Koordinaten, wir brechen sofort auf. So früh wurden wir noch nie gewarnt, Shepard. Viel Glück. Hau rein, Bitch. Joker, nehmen Sie Kurs auf Horizon. Ich muss mal kurz zum Professor. Zu Befehl, Commander. Holy shit, what the fuck? Sagen Sie mir, dass Sie etwas haben. Lol. Ist das ein Grinsen? Ja. Oh yeah, I got something, bitch. Oh, my brother. Ist das der Planet Erde? Ich bezweifle es. Wir haben ein Problem. Können Sie die Zielerfassungsmatrix noch immer nicht kalibrieren? Diese Verteidigungstürme sind nutzlos, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Unsere Kommunikationssysteme wieder online zu bringen, hat Vorrang. Ja, okay. Direkt ein Wunder, dass man mir dafür nicht auch noch die Schuld gegeben hat. Die Menschen hier draußen vertrauen der Allianz nicht. Aber das ist nichts Persönliches.
Was ist das? Die hat mal zu meiner Crew gehört. Ja, was ist das denn? Bringen Sie alle in den Schutzraum. Beeilung! Ich gebe Ihnen Deckung. Los! Das sind also diese Kollektoren. Creepy Motherfuckers. Holy shit, die sind fucking super creepy. Übernehme Kontrolle. Alte Fotze dabei. Boah, so sieht die ziemlich badass aus, würde ich sagen. Wir nehmen die. Wir nehmen die. Okay. Was kann die für Waffen wählen? Plasma, Schrotflinte und schwere Pistole. Nimmt die aber nicht Plasma. Und hier so eine schöne asoziale. Die M6. Die alte ist ausgerüstet, die andere. Okay, dann encountern wir mal diese Kanz, Alter. Diese Kollektoren, Bitches, Bastarde, was auch immer. Werden schön auseinandergepflückt von uns. Die sind machtlos gegenüber uns. Die haben no chance. No chance in hell. Okay, Jack. Wir sind am Boden. Morden. Dann sind Sie sicher, dass die. Ja, hör einfach auf zu reden. Lass dich nicht mit Sicherheit sagen. Müsste aber in gewissem Rahmen das Aufspüren erschweren und uns für die Schwärme unsichtbar machen. Theoretisch. Das klingt gar nicht gut. Technologie noch im Experimentalstadium. Einzig möglicher Test ist Kontakt mit Ziegerschwärmen. Freue mich aufs Wiedersehen, falls sie überleben. Du Wichser. Gehe auf Tauchstation. Thank you.
machen mal die 6 an. Direkt, ich will gucken, ob die Barrieren dadurch schneller kaputt gehen, zur Seite gehen kann. Ja. Also Eismunition gegen Barrieren. Oh, schön. Yo. Good job, guys. Well done. We did good. Good. That was good. Well done, guys. So, wir hacken wieder fleißig. Das. Bisschen orange und sehr viel weiß. Ja. Und einmal weiß und blau. Oh, ja. Alles cool. 6000 Credits. Oh, yes. Pisst euch. NP. Das Schiff blockiert die Kommunikation. Brauche ich nicht hier. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Bitches. Leere Waffen. Willst du noch mehr? Lass es. Boah, Husks, Alter. Holy shit. Hab ich auch schon vermisst. Ja, im ersten Teil waren das schon riesig Standardgegner. Und fast überall gesehen eigentlich. Alrighty, das haben wir gut gemacht. Diese Dinger sehen aus wie die Husks, die die Geth auf Eden Prime eingesetzt haben. Haben die Geth diese Technologie nicht von der Sovereign bekommen? That's what I'm talking about. Der Unbekannte hatte also recht. Die Kollektoren unterstehen den Reapern. Höchstwahrscheinlich. Die Reaper, die alten Reaper-Köpfe. Das ist wertvoll. Schweres Hauptgewebe. Well done. What can I say? Dieses Ding war doch mal ein Mensch, oder? Ist das einer der Kolonisten? Nein, auf Eden Prime wurden die Opfer auf riesige Pfähle gesteckt, um sie zu Husks zu machen. Sowas habe ich auf Horizon nicht gesehen. Die Kollektoren hatten die Husks also schon und haben die Kolonisten aus einem anderen Grund lebend verschleppt. Die Kolonie wird gerade angegriffen, schon vergessen? Los, Bewegung! Wie Sie meinen, Boss. Ja, yeah. Friedlich. Normalerweise brauche ich jede Menge chemische Mittelchen, um so ruhig zu werden. Das ist unheimlich. Wo sind sie alle hin? Wir sind genau da, Bitch. Alter, die ist richtig man-motiv. Lass einfach drauf. Bam. Nichts kann mich aufhalten. Nichts kann mich aufhalten. Wie du das sagst? You say so, Bitch. Und dann umgehe ich mal chillig den Safe und ihr kämpft. Aber kurz keinen Haut mehr. Ich muss das hier kurz abchecken. Ah, schön den Safe geöffnet, während meine Mitglieder sterben. Alles ist gut. Immer problematisch macht, immer Probleme. Ist hier noch einer? Nur noch einer auf die Fresse? Ist kein Problem. Wir machen das. Hier kriegt jeder ins Fressbrett. Gehe auf Tauchstation. Geht auf. Ist schön.
auseinandergenommen. Kalt wie Eis, würde ich sagen. Du bist so kalt wie Eis. Na 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 na. Aber ich sing richtig edel. Oh mein Gott, wir haben schon wieder 20 Minutes und der Clock ist so gar nicht. Nein, nein, ich war so. Es ist hier alles viel zu schnell. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ist da runtergefallen? Okay. Munition! Vielen Dank für die Munition. Es geht ab. In Stase, aber bei Bewusstsein. So eine Tech würde mir die Arbeit sehr erleichtern. Sie sind schon ziemlich lang in diesem Zustand. Er muss vom Schiff aus aufrechterhalten werden. Okay. Dann in der nächsten Folge gehen wir durch diese graziöse Tür. Wir haben jetzt endlich den Kontakt mit den Kollektoren gefunden. Und mal gucken, wie die Story weitergeht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.